Flux FM in digitaler Gesellschaft. Heutzutage ist alles vernetzt. Unser Zuhause ist vernetzt, die Autos untereinander und bald auch unsere Stromzähler. Der Bundestag hat vor rund anderthalb Monaten das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende verabschiedet und damit festgelegt, dass bis 2032 alle alten Stromzähler durch sogenannte Smart Meter ersetzt werden müssen. Das sind intelligente Stromzähler. Bisher wurden Smart Meter vor allen Dingen von Großunternehmen genutzt und jetzt sollen sie eben auch Einzug finden in die privaten Haushalte. Über diesen neuartigen Stromzähler klärt uns auf Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft. Hallo. Hi. Was genau können diese Smart Meter, was sind die Unterschiede zu den alten Stromzählern? Also diese intelligente Stromzähler, dieser Smart Meter kann einfach viel häufiger, viel exakter Strom ablesen. Man kann da eben bestimmte Frequenzen einstellen. Klassisch ist zum Beispiel alle 15 Minuten, dass dann eben der Strom abgelesen wird. Und das führt dann dazu, dass man auf der einen Seite sehr viel genauer weiß, wann man wie viel Strom verbraucht hat und damit natürlich auch so ein bisschen sein Konsumverhalten im Bereich Strom anpassen kann. Und es gibt natürlich dann auch für die Konzerne, für die Stromkonzerne die Möglichkeit, flexible Tarife anzubieten, weil sie eben das viel besser steuern können und ablesen, also Sekunden oder also in dem Fall 15 Minuten genau eben ablesen können, wann Strom verbraucht wurde. Und damit möchte man eben diese Energiewende und vor allen Dingen eben das Potenzial zum Einsparen von Strom eben weiter ausweiten. Das ist die grundsätzliche Idee dahinter, was eben mit diesen Geräten realisiert werden soll. Das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht. Welche Vorteile bringt denn dieses Smart Meter Stromzählen für die großen Unternehmen und welche könnte es für uns Endverbraucher, für Privathaushalte mit sich bringen? Also der Vorteil ist eben, wie gesagt, dass man zum Beispiel, das funktioniert auch eben ganz gut mit so Windenergie oder Solarenergie und die ist ja jetzt eben nicht ständig zu 100% verfügbar. Da gibt es eben, wenn kein Wind ist, ne, gibt es mal Ausfallzeiten und somit lässt sich dann zum Beispiel viel besser steuern für die Unternehmen, dass sie sagen, okay, jetzt gibt es zum Beispiel viel Strom gerade, der Strom ist halt billig, deswegen werfen wir jetzt eine bestimmte Maschine eben an, die sehr viel Strom verbraucht, weil es jetzt eben billiger ist oder wir verlagern das halt einfach in bestimmte andere Zeiten, wo Strom klassischerweise dann halt einfach immer billiger ist oder sowas. Also das wäre jetzt zum Beispiel die Möglichkeit für Großkonzerne, aber eben auch zum Beispiel zu erkennen, wo gibt's Einsparpotenzial. Also weil sie dann halt eben sehr, sehr genau sehen, an welcher Stelle sie wie viel Strom verbraucht haben und stellen vielleicht zum Beispiel fest, dass sie halt immer irgendwie zwischen 18 und 18.30 Uhr eigentlich niemand mehr im Bürogebäude ist und man deswegen halt bestimmte Stromsachen einfach runterfahren kann. Also es gibt einfach die Möglichkeit dann viel exakter zu sagen, wo eben dieser Strom verbraucht wird und wo nicht. Und gleiches gilt natürlich auch für normale, also für Privatpersonen, die eben dann relativ genau eben sehen können, wo, wann welcher Strom verbraucht wird, wo es Potenzial zum Einsparen gibt und aber eben hier dann auch die Möglichkeit haben zu sagen, okay, ich mache bestimmte Gerätschaften vielleicht eben erst zu einer bestimmten Uhrzeit an, wobei man da natürlich auch sagen muss, dass wir jetzt niemand wahrscheinlich um 4 Uhr seine Waschmaschine anwerfen wird. Ja, nur weil es da ein bisschen billiger ist, genau. Strommäßig. Ja. Jetzt bist du ja nicht von der elektrischen Gesellschaft, sondern von der digitalen Gesellschaft. Das heißt, es wird noch einen Knackpunkt geben in der Story, die sich bis hierhin erstmal gar nicht so schlecht anhört. Und man kann im Prinzip mit Sicherheit davon ausgehen, dass es um Daten geht und die Sicherheit der Daten, die eben innerhalb dieser Smart-Meter-Geschichte auch erhoben werden. Wo seht ihr da unter Umständen Gefahren? Da sind ja durchaus auch Datenschutzprobleme vorhanden, sonst wärst du nicht hier. Exakt, du sagst es. Also das Problem ist als allererstes mal, dass da halt Unmengen von Informationen anfallen, eben die auch sehr weit in die Privatsphäre der Menschen eingreifen. Also wenn ich weiß, wann jemand aufsteht, das kann man eben leicht erkennen daran, dass er dann Strom verbraucht oder sich eben ins Bett legt. Kann man auch wieder leicht erkennen, weil er dann weniger Strom verbrauchen wird. Ich kann sehr relativ genau sagen, wie viele Personen sich in diesem Haushalt aufhalten. Ich weiß, wann jemand dazukommt, wann jemand weggeht. Also man kann eben sehr, sehr viel über den Stromverbrauch, kann man sehr, sehr viel ableiten über das Privatleben einer Person. Und das geht sogar so weit, dass diese Smart Meter, wenn man sie jetzt sekundengenau auslesen würde, sogar erkennen kann, was Personen für ein Fernsehprogramm schauen. Denn es ist so, dass jedes Fernsehprogramm, also wirklich das Programm, unterschiedlich viel Strom verbraucht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fußballspiel schaue und da jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert vielleicht, währenddessen ich zum Beispiel auf der anderen Seite einen Actionfilm sehe, wo die ganze Zeit ganz schnelle Bildwechsel sind und extrem viel los ist, dann verbraucht dieses Programm mehr Strom. Und daraus kann ich natürlich dann einfach erkennen, wer gerade welches Programm sieht, weil ich einfach weiß, wie viel Strom dieses Programm verbraucht. Ja, das ist krass. Und also deswegen, man kann schon eben sehr, 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 sehr viel über die Privatsphäre
Zähler eines Menschen herausfinden. Hier ist es jetzt eben so, dass die Zähler alle eine Viertelstunde ausgelesen werden sollen. Mhm. Damit lässt sich jetzt per se erstmal nicht das Fernsehprogramm eben schauen, aber es ist, also diese Geräte haben grundsätzlich diese Möglichkeit, dass das geht, und auch eben mit einer viertelstündigen Auslesung kann man eben schon sehr, sehr viel herausfinden, eben wie gesagt, was für einen Tagesablauf eine Person hat, wie viele Personen in diesem Haushalt sich bewegen und so weiter und so fort. Und dann kommt natürlich noch das Problem der Datensicherheit dazu. Ja. Denn diese Daten müssen ja irgendwo gespeichert werden, und das wissen wir ja, dass es da auch in der Vergangenheit immer relativ große Hacks gab. Es gab auch immer mal wieder Angriffe auf Stromkonzerne, auch auf die Infrastruktur und so weiter und so fort. Auch die Verschlüsselungsmethode, die man dort gewählt hat, ist jetzt nicht die allersicherste, die da eben vom Bundestag vorgeschrieben wurde. Und da muss man natürlich sagen, dass hier dann eben auch dieser gigantische Datenberg, der dann entsteht, natürlich auch Begehrlichkeiten wieder weckt und hier eben mal zumindest die Datensicherheit auch in Frage stellen muss. Und von daher ist das erstmal das große Datenschutz- und Datensicherheit Problem, was wir mit diesen Geräten haben. Smart Meter, also durchaus auch eine miese Veranstaltung und nicht nur eine smarte. Jetzt fragt man sich natürlich als Mieter, also nicht als Smart Meter, Meter mit englischer Aussprache, sondern als Mieter oder als jemand, der eben einen Stromzähler zu Hause hat, wie sehr ist das obligatorisch? Muss ich das installieren, das Ding? Bis wann muss ich es installiert haben? Und was ist sonst noch zu beachten? Also das ist jetzt ein jahrzehntelanges Projekt, was da auf den Weg gebracht wurde. Als allererstes mal sind es erstmal große Unternehmen, große Stromverbraucher, die jetzt eben erstmal umrüsten müssen. Dann als nächstes kommen Haushalte, größere Haushalte, die eben, ich glaube, 5.000 oder 6.000 Kilowattstunden verbrauchen. Und erst zum Schluss kommen die kleinen Haushalte. Aber es gilt schon jetzt, wenn neu gebaut wird, dann müssen die Dinger damit reingebaut werden. Und wenn der Vermieter das möchte, werden die Dinger auch mit eingebaut. Und dann gilt natürlich, dass man das selber bezahlen muss. Also der Vermieter kann entscheiden, dass so ein Smart Meter eingebaut werden soll, und die Mieter müssen diese Kosten tragen. Das kann bis zu 100 Euro gehen, die man dafür bezahlen muss, dass das Ding erstmal überhaupt installiert wird. Und dann kommen noch Kosten von 40 Euro bis zu 40 Euro im Jahr dazu, die man jährlich bezahlen muss. Also mit anderen Worten, das, was an Potenzial vom Stromsparen entsteht, was man dort für Geld spart, tut man dann eigentlich wieder in diesen Smart Meter investieren, der mit der einem dann eben sagt, wo man sparen kann. Also es ist so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung. Also finanziell wird sich das wahrscheinlich zumindest für Privathaushalte nicht wirklich lohnen. Vielleicht zahlen sogar einige Personen drauf. Hinzu kommt, dass ja dann auch noch eben ein neuer Tarifdschungel entsteht, weil wenn diese flexiblen Tarife angeboten werden, dann muss man sich wieder unfassbar damit beschäftigen, welchen Tarif brauche ich jetzt eigentlich, wann verbrauche ich wie viel Strom. Es gibt dann auch die Möglichkeit, Prepaid-Tarife auf den Weg zu bringen und so weiter und so fort. Also es wird dann ein gigantischer Markt entstehen, wo man eigentlich als Verbraucher auch nicht mehr so richtig durchblickt, welchen Stromtarif ich jetzt eigentlich brauche. Ja. Dann muss ich noch 40 Euro im Jahr bezahlen, damit das Ding überhaupt in meiner Wohnung ist. Also so wirklich toll ist das nicht. Ja. Auch wenn man eben nach in andere Länder zum Beispiel schaut, da merkt man dann auch, dass das jetzt auch alles nicht so das Gelbe vom Ei ist. Ja, da fragt man sich aber, wer hat da welche Lobbyarbeit geleistet, dass solche Dinge durchgewunken werden, auch auf politischer Ebene. Ist ein bisschen merkwürdig. Schon ist wieder, auf jeden Fall merkwürdig, aber man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Leute, die diese Dinger produzieren, die müssen ja dann eben auch abgenommen werden. Also es gibt dann eben bestimmte Sicherheitsvorgaben, dann muss man das eben anmelden, dieses Gerät, sodass das eben auch auf den Markt gebracht werden kann. Das kann jetzt nicht jeder produzieren, und das wird natürlich ein sehr interessanter Markt für diese Leute, die dann solche Smart Meter überhaupt erstmal produzieren, auf den Markt bringen und dann eben auch entsprechend die Technik zur Verfügung stellen, die Software zur Verfügung stellen, um die auszulesen. Währenddessen die alten Stromzähler einfach hingebaut wurden, dann ist einmal im Jahr der Strommann gekommen, hat das ausgelesen und dann war gut, ist jetzt eben, ne, also ziemlich viel Datenverkehr ist da unterwegs, die Dinger müssen installiert werden, produziert werden, die sind auch nicht so gut haltbar wie die alten, ich glaube Ferrari-Zähler heißen die eben, diese, also dieser Kästen, kennt ja jeder, so ein Stromkasten, was man da in der Wohnung hat, also da wird schon viel Geld damit verdient. Ja, na gut, wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten, das Thema, und mal darauf hoffen, dass bis 2032 vielleicht noch mal ein bisschen was getan wird, zumindest für die Sicherheit der Daten, die entsteht in diesem Zusammenhang. Da gibt es auch Hoffnung, weil zum Beispiel in den Niederlanden wurde so ein Gesetz auf den Weg gebracht. Dort ist man sogar so weit gegangen, dass man gesagt hat, wer so ein Smart Meter nicht installiert, geht bis zu 6 Monate ins Gefängnis. Ja, also das ist halt ein bisschen rabiater da gegangen. Und dann ist aber eben das Gesetz vor Gericht gescheitert. Also es wurde dann eben gesagt, okay, das geht gar nicht. Auch von Datenschutzproblemen her geht das eigentlich gar nicht. Und dort hat man sich zum Beispiel in den Niederlanden, auch in vielen anderen europäischen Staaten zum Beispiel darauf geeinigt, dass es ein Opt-out gibt. Also
man kann als Verbraucher dann sagen, ich möchte dieses Gerät nicht, ich möchte auch keine flexiblen Tarife, ich möchte nicht alle Viertelstunde da abgelesen werden, ich bleibe bei meinem alten Stromzähler, bezahle alles wie bisher. Und das sieht man in europäischen Nachbarstaaten und das wollen wir natürlich auch am Ende für Deutschland erreichen. Ja, und unter Umständen wird das ja, obwohl es so nicht geplant war, die finanziell auch schlauere Entscheidung sein, weil man dann eben nicht 100 Euro fürs Installieren und jedes Jahr 40 Euro für den Betrieb dieser Smart Meter bezahlen muss. Der Bundestag hat uns allen intelligente Stromzähler verordnet. Neue intelligente Stromzähler, die Smart Meter genannt werden, bis 2032. Werden die wohl bei uns allen eingebaut? Sie können ein bisschen mehr als der reguläre Stromzähler. Ob sich das aber dann wirklich lohnt am Ende des Tages, das bezweifelt Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft. Vielen Dank für deinen Besuch.